Herzlich willkommen zur 30. Wortvorstellung hier bei TB.Simulationen. Mit mir, dem Luki, der Noel ist auch halb anwesend. Servus. Und der Daniel ist auch mal dabei. Guten Tag. So halb dreiviertel. Dies nehme ich gerade im Livestream auf, weil ich mir gedacht habe, warum nicht? Ich hätte es auch, wir hätten es auch später und so, aber nur wir wollten es noch am heutigen, am 14. hochladen. Und deswegen mache ich das jetzt in Anführungsstrichen alleine. Wir sind jetzt fast alle auf einem Server, sprich, der Daniel könnte jetzt auch einmal zufälligerweise vorbeikommen oder der Noel. Aber. Ja, verzweifelt spricht, ne? Wir verstehe ich euch heute einmal unseren Strobel-Rettungswagen vor. Und unser Volkswagen T6 2016 Notarzt-Einsatzfahrzeug. Jetzt haben wir hier einmal beim T6 die Konfiguration Traumberg, TB, dann mit lackierter Stoßstange und 2 DBS 5000. Und der Strobel ist hier in der Konfiguration auch Traumberg und auch mit lackierter Stoßstange. Ja. Dieses kann ich euch dann direkt mal im Shop zeigen. Dieses ist in der TB.Simulation Mods Kategorie zu finden. Der Strobel, dieser ist für 219.200 € zu kriegen, hat 180 PS, 80 Liter Tank, fährt 155 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. So, können wir mal drauf gehen, dann gibt es einmal die Konfiguration zwischen Feuerwehr Traumberg und Feuerwehr Königsberg. Ändert sich hier auf der Tür den Schriftzug und das Logo. So, ist an sich, dann gibt es hier die Bumper-Konfiguration, einmal Bumper Plastik gibt es, dann gibt es den Bumper Traumberg und den Bumper Königsberg. Es gibt beides, aus dem Grund, wenn ihr die UV von der Königsberg umdesignt, sag ich mal, braucht ihr nur den Namen ändern oder so. Und natürlich ist das hier in dem Falle bei Traumberg und Königsberg, sieht das gleich aus, ist aber wie gesagt jeweils das andere Design drauf. Nur da das beides dasselbe Design ist, bis auf dass die Türen sich unterscheiden, findet man jetzt halt hier nicht den Unterschied. Nur ich habe es drin gelassen, damit wenn die Leute es einfach ändern möchten, dann nicht erst dann auch irgendwie konfigurieren oder so möchten. Moin, bin auch aus dem rausgetappt. So, jetzt kann ich mir mal den VW T6 216 NEF zeigen. Dieser hat 286 PS, 80 Liter Tank, 155 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. Ja, moin. Der Moin kostet 69.200. Dann gibt es eine Sitzfarbenkonfiguration. Diverse Farben, in dem Fall ist es jetzt einfach die Farbe Schwarz. Dann gibt es auch wieder Feuerwehr Traumberg und Feuerwehr Königsberg. Balkenkonfiguration gibt es einmal die DBS 4000 und 2 DBS 5000. Dann gibt es noch eine Bumper-Konfiguration zwischen Plastikbumper, lackierter Bumper, also einmal lackiert und Plastik. Und beide Fahrzeuge haben Universal Passenger, sprich jeweils kann man zu dritt insgesamt mitfahren, ein Fahrer und jeweils zwei Beifahrer. Fange ich mal beim T6 an. Dieser ist komplett mit Simple IC animiert. Also das war jetzt wieder sinnvoll. Dieser ist komplett animiert. In der rechten Schiebetür befindet sich ein Sitz hinter. Hinten, wenn man die Heckklappe öffnet, hat auch Kollision, wie man gesehen hat, gibt es einmal hier so ein Kühlfach. Gibt es aber so einen Auszug, wo zwei EKG-Geräte, zwei Beatmungsgeräte dran befestigt sind, sage ich jetzt mal. Dann gibt es hier unten noch so einen Auszug, wo man Dinge draufstellen kann oder so. Dann gibt es hier noch ein paar Rucksäcke. Man kann sich aufhören, mit dem Rettungswagen genau in den Trigger zu stellen. Hier auf der linken Seite gibt es auch noch eine Schiebetür. Dort ist ein weiterer Ausbau mit zwei Notfallrucksäcken, drei Taschenlampen, etc. Können wir alles wieder zumachen, gibt sonst nichts Besonderes. Hier hinten in der Kofferklappe sind noch zwei Heckblitzer. Dann ist vorne noch zwei Frontblitzer.
Es ist eigentlich so lustig. Bewegt dein Arsch mal daraus. Ich lese gerade einen Chat durch. Ja, ich auch. So, da gibt's hier drin. Ich habe an euren. Luki, ich habe an eurem Modpack mal mein Logo draufgepackt. Und dann ging der Spielstand nicht mehr. Ich habe den Fehler nicht gefunden, weil ich aus Versehen das Logo von der Shop-Kategorie gelöscht habe. Ja, moin. Hier drin gibt es noch eine Innenraumbeleuchtung, also kann man Licht damit ausmachen, sonst gibt es ja eigentlich nichts Besonderes. Ja. Wie gesagt, Blaulicht lässt sich bei Position 1 anschalten und One mit Taste N. Ja. Sonst habe ich noch vergessen zu erwähnen, wenn man die Schiebetür aufmacht, geht innen Licht an. Ja. Mal weiter beim Strobel. Ist auch voll animiert. Hier noch. Türen auf. Sag mal, hast du einen Stock im Arsch oder was? Halt's Maul. So, dann gibt's hier innen, kann ich direkt, wenn ich einmal im Innenraum bin, zeigen. Das ist einmal hier. Der Simplex-C-Knopf ist für die Umfeldbeleuchtung. Wenn ich ihn denn mal treffe, hier. Da gibt's hier noch einen Motor-Starten-Knopf, sag ich jetzt mal in dem Sinne. Wie gesagt, dazu gibt es zu sagen, er benötigt dafür die neueste Simulation-Version, sonst funktioniert das mit dem Motorstarten nicht und mit dem Tagfahrlicht vorne auch mit der linker Umschaltung, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch gesehen. Dann mit Taste X gibt es noch Heckwarnsystem. Position 1 hat Blaulicht. Und halt mit R das Rohr. So, kann man den aufmachen. Kann ich hier die Trage rausfahren. Und die soll wieder einfahren. Dann gibt es noch die Besonderheit, dass das Ding eine Tragetischfederung hat. Sprich, die Trage wackelt hoch und runter. Da kann man hier die Seitentür öffnen. Hier sind noch zwei Rucksäcke. Da gibt es selber so ein Bedienteil. Kann man einmal die weiße ganz normale Beleuchtung mit anmachen. Und einmal links die blaue Traumabeleuchtung. Wenn ich auch treffe, hier. Die blaue Beleuchtung an. Ja, sonst gibt es eigentlich tatsächlich nichts Besonderes mehr dazu zu sagen. Designs und sowas habe ich schon alles erklärt. Toll, jetzt habe ich falsche Tür zugemacht. Kann ich noch mal ganz kurz einen Runde damit fahren, dass ich was nochmal mit der Trage hinten. Hier sieht man nochmal den Heckwarner. Und kann ich auch nochmal hier die Umfeldbeleuchtung zeigen. Ja. So, ja, das sieht man, wackelt ein bisschen hoch und runter, nicht wirklich krass, aber da vorne geht das Tagfahrlicht halb aus, wenn man Blinker abmacht. Sonst braucht man, wie gesagt, ganz normales Licht hat das Ding halt und sonst braucht man dazu eigentlich nichts mehr Besonderes sagen. Tacho, wollte ich noch sagen, ist animiert. Soweit passt nicht hundertprozentig, ist aber animiert. Der Wille war da. Um das mal auf gut Deutsch gesehen zu sagen. Aber Dankeschön an unser Teammitglied Anton für die, unter anderem für die Designs für das In-Game-Bringen des T6s. Ja, hier Tacho funktioniert auch, sonst wollen wir dazu nichts Besonderes sagen. Dies gilt jetzt, ich sage so, das hat jetzt keinen genauen Anlass, weil es einfach nur so als Überlegung, als aber so als Valentinstag Geschenk bzw. als Geschenk, weil Noel Geburtstag hat. Keine Ahnung, warum man dafür einen Mod macht, aber warum nicht? Kann man doch machen. Also viel. Wie gesagt, Gönnung, viel Spaß mit dem Mods, könnt ihr euch jetzt unten in der Videobeschreibung runterladen. Sonst noch viel Spaß und noch einen schönen restlichen Sonntag und noch einen schönen Rest.